Hallo, bei mir gewittert es noch. Ich wollte heute eigentlich eine schöne Rennradrunde drehen am Nachmittag, aber dann ist schon ziemlich früher Gewitter aufgezogen, ist immer noch dunkel, tröpfelt noch. Habe ich sein lassen und habe mir Tour de France auf der Couch angeschaut. Mit einem großartigen Sieg von Vingegaard über Pogačar. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen in die Garage und werde ein bisschen hier verspachteln, die eingeschweißten Bleche. Hier habe ich heute schon die Schweißpunkte ein bisschen geglättet. Hört das Gewitter noch? Und jetzt sehe ich mal, wie man so eine Spachtelmasse anmacht. Ich habe jetzt hier so einen Metallspachtel. Und die Übergänge und die. Da schneide ich mir mal so ein Stück Karton aus. Das nehme ich her, darauf mache ich den Spachtel an. Dann holen wir mal was raus. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Was man halt schön verarbeiten kann, wenn der Herd da drin ist. Lieber ein bisschen weniger und noch mehr anmachen. Den Herd, da schätze ich immer ab, so in dem Verhältnis, dass die Tube für die Dose reicht. Das ist ja so bemessen. Und dann mache ich die an. Mix das durch, dass überall der Herd dahin kommt und keine Spachtelmasse ohne bleibt, dass die nachher weich bleibt. Das ist dann Katastrophe. Natürlich zügig arbeiten, weil du hast ja einen bestimmten Zeitfaktor, wo du das verarbeiten kannst, je nachdem wie viel Herd da drin ist. Schön mischen. So. Immer so Metallspachteln her, die kaufe ich in meinem ganzen Satz. Gibt es dann öfter mal beim Lidl. Sieht man da hin? Ja. Fange ich da oben an. Nehmen wir immer so eine Wurst ab. Da gibt es auch richtige Talente, wo das richtig gut können. Bei mir eher weniger der Fall. Je besser, dass man spachtelt, desto weniger muss man schleifen. Geht klar, oder? Das brauchen wir noch.
So. Jetzt ist die erste Ladung weg. Jetzt machen wir die zweite Hälfte an und dann kann ich durchspachteln. Und wenn ich dann fertig bin, getrocknet ist, einmal schleifen, schauen, wo man nochmal nacharbeiten muss. Das war es auch schon wieder für heute. Also ein kurzer Einblick ins Spachteln. 20 Minuten, schnell ein bisschen gespachtelt. Heck ist fertig gespachtelt für den ersten Schliff. Das nächste Mal geht es dann schleifen. Und jetzt werden wir ein kleines Training hinlegen. So eine halbe Stunde. Kleines Zirkeltraining. Dann ist der Tag auch schon wieder rum. Jetzt schaut mal. Die Schweißnähte alle mit Metallspachtel verspachtelt. Sieht man eh nichts von dem Heck. Das ist komplett zugebaut mit Reifen und Kanister und Tankstutzen, der da noch hinkommt. Ich glaube, das wird. Also, Baba.